Spencer und Terence Hill, Sleds and Speeds. Ein 2D Fighting Game, kann man es mal sagen, im schönen alten Pixel-Style. Also man kann, wir haben es schon ein paar Mal durchgespielt, wir haben sogar schon Platin, das wollten wir schon mal so vor sagen. Genau. Zeigen wir euch natürlich das Bild, weil wir haben jetzt das finale Bild. Also zweites Spiel ist mit dem heutigen Tag, wie gesagt, komplett finanziert worden. 220.000 Euro sind zusammengekommen. Drei Tage vor Abschluss bei Kickstarter. Auch dieses Spiel, war ein Kickstarter-Projekt. Alles in diesem Spiel, ich weiß noch, wo wir es am ersten Tag gezockt haben und wir hatten Bock, einfach alles zu mögen. Ich hoffe, ihr werdet es genauso sehen wie wir. Es hat einfach so gebockt und dann auch Platin, die ganzen kleinen Kniffe, die ganzen Insider, die da drin waren, also einfach. Wollen wir nicht lange drauf rumreden? Also genau. Ich bin Terence Hill wie immer und Patrick ist natürlich. Und ich bin Bud Spencer, ich hau den allen auf die Glocke. Genau. Ich kümmere mich um den fetten. Hat er was gegen meinen Schulter gesagt? Lass das besser sein, sonst gibt's Ärger. Wer wenigstens mal ein paar Schläge ab. Okay. Ja, hier. Warum schlägst du mich selbst? Du sagst es. Bam! Komm. Das ist das geilste. Neben der Musik sind auch einfach die Original-Sounds aus dem Ding, aus dem Original-Filmen dabei. Oh, das ist einfach nur ein erstes Wir reden gleich weiter. Leute, gebt euch das einfach. Ah, ich glaube genau, ey. Glaubt ihr mir jetzt nicht? Ich habe viele Spiele, die bei mir Nostalgie auslösen, aber das. Das ist nochmal was ganz anderes. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Das gute alte Bier, das füllt unsere Lebensanzeige komplett auf, egal wie wenig wir haben. Hey, was war? Oh, da! Hupfeuer, zack! Mit der Doppelkeule. Das ist nämlich ein Verteidigungsmove, den man mit Kreis einsetzt. Genau. So, warte, ist dein Gegner? Ne, alle tot. Nein, oh ne, da kommt noch einer. Komm, wir versuchen es einmal. Ja. Schlag ihn. Wow. Unsere beste Kombi. Also die Platin-Trophäe. Da steht zwar nur 2,1% haben es geschafft, aber wenn man sich dahinter setzt, ist es wirklich machbar. Genau. Ich meine, wir haben es auch geschafft. Ja, eben. Und zum Beispiel hier? Das ist auch gleich eine Trophäe. Richtig, genau. Genau, das ist nämlich, ja, der Patrick. Der Mann, sieht's. Populär geworden ist er. Der, wenn man ihn anspricht, gibt es auch gleich eine Trophäe. Interaktion. Es gibt nicht nur Schlägereien, es gibt natürlich auch ein bisschen Interaktion, die ich gerade hier verkacke irgendwie. Zack. So, jetzt. Und auch der Hintergrund. Es ist halt immer so ein bisschen Detail und so. Also schön ist es. Zack. Das war jetzt der 4X-Move. Zusammengedrückt. Hast du deinen Aufzug gemacht? Ja, das war er. Also wenn wer da danach. Die Doppelkeule war das. Ne, vor 4 Tagen, genau. Am Sonntag haben wir es, also wir nehmen das hier auf, am Mittwoch auf und am Sonntag haben wir die Platin-Trophäe geschafft und das war auch ein Moment. Alter. Das war schon heftig. Ich sag nur, komplette Spiel im Hard-Mode schaffen. Ja, genau. Da kriegt man The End mit Ausrufezeichen und das ist halt auch eine Bildung. Das war unsere letzte Trophäe, dann hatten wir es geschafft. Wie gesagt, ihr könnt nochmal TV Total schauen. Nach ihm wurde ja auch noch ein Freibad benannt. Genau, ja. Stimmt, ja. Du musst unbedingt immer wieder Ärger machen. Mhm. Mhm. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, nee. Also immer so ganz unscheinheilig. So, hier ein Stuhl darf man sich natürlich auch greifen, wie die Gegner. Also die Gegner sind auch manchmal. So, ja, das haben wir mal gesehen. Also, Bart hat wirklich gute Moves drauf. Ich würde sagen, er ist halt auch nochmal am Paket. Ja, geben dir einen Lauf und Bier, Patrick. Perfekt. Oh! Da müssen wir hoch. Schön, Alter, da darf sie hinterher nicht mehr auf. Und ja. Ja, wir spielen das auf der PS4. Richtig, genau. Es gibt PC, Switch und Xbox. Genau, genau. Also wirklich für jeden, der mal wieder in die Nostalgie schwimmen möchte, für jeden was da. Ich habe das bei. Zufällig bei Real gesehen, damals für 30 Euro. Zufällig? Ach so? Zufällig! Ja, ganz zufällig! Ich dachte, das war. Ach so! Krass. So Leute, jetzt kommt was richtig Bock macht. Aber vor allen Dingen, was auch richtig schwer war im Hardmode. Im Hardmode, aber das kommt gleich, also wenn wir es schaffen zu reden.
Und ja. Los geht's! Let's go! Der Hardcore war deutlich anstrengender. So ist es natürlich nicht gewesen. Und die Musik. Ja. Genau. Also die macht immer richtig Bock. Also bei den Slappers, das ist halt auch einfach richtig cool. Auf Mitte und einfach ist das natürlich ein Witz, aber so ist schwer. Also vor allem, wenn man zweit gezockt hat, war es halt wirklich eine Herausforderung. Dann, da hast du teilweise 2 Minuten an diesem Slappers gestanden und musstest die ganze Zeit die Buttons smashen. Und an der Zeit war das halt wirklich, auch weil wir gelacht haben, weil es so krass wurde. Und da war halt auch wirklich nach der irgendwann nach der Zeit konntest du halt nicht mehr drücken, da hast du einfach nur noch so. Ich hab geschwitzt, muss ich ehrlich sagen. Also das bin schon richtig an den Luft dran. Da hinten sind wir wegen. Ja. Nein, ich wollte schon sagen, der eine ist schon besiegt. Ah. Das Gesetz hat dich gerade einen Penner genannt. Frech. Nein, da meinte ich nicht mich. Autsch. Nee, nicht den Gegner, Mann. Ich hab nichts mehr. Okay. Ich muss jetzt gleich. So. Moment. Und sagt, ein paar Hosen ausgezogen, zwei Hände abgeschossen. Lauber. Aber die. Ja, nee. Ich wollte noch verprügeln, Mann. Oh Mann, ey. Du hast die ganze Tode geschossen. Boah, Alter, das ist eine schwierige Frage. Das es gibt echt so viele schöne. Ja. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Zwei Himmelhunde auf dem Weg. Das ist, da spielt auch, um ehrlich zu sein, auch die Lieblingsmusik von meinem Vater. Bei mir ist es wirklich sehr schwierig, aber ich hätte gesagt, zwei Asse trumpfen auf. Ah, echt jetzt? Ja. Okay, ja gut. Schon 21-21, das ist auch eine Zahl. Ja. Boah, das war jetzt asozial. Das kann ich richtig tun. Wir haben es gleich geschafft. Boah, ich dachte auch. Ja, ich bin. Und wir haben es geschafft, perfekt. Ja, oh! So, zack, Patrick, komm auf. Muss das irgendwo klettern, der kann einfach hochspringen. Du sollst mal ein bisschen drücken. Ah ja, komm. Ja, sag. Du mal. Aber im Großen und Ganzen gab es, glaube ich, auch kein Problem mehr. Gab es den Horst? Nee, das war ja eigentlich. Irgendein Problem mit nicht von Kisten treffen lassen? Ja, das. Doch. Es gab hier, wo du nicht getroffen werden durftest. Von den Kisten. Okay, alles gut zu wissen. Doch, das war Jockey oder sowas. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall gab es gut, ich hab schon noch eine Probe. War das hier oder? Das war hier. Okay. Hier. Wow. Nee, ich wollte mit dir. Lecker mich. Hey, er hat mein Bier. Der eine. Oh, es ist leer. Der eine hat die ganze Stange mit Dynamit dabei gehabt, ey. Oh shit. Ich hab dir alles mitnehmen. Ich hab zum Glück noch weggeworfen, ey. Hä? Alles klar. Oh ja! Jawoll! Zack! Geh mal weg hier! Ah, LOL! Ja, ich wusste, dass das geht! LOL! Ich wusste doch, dass das geht! Alter, die gehen auch richtig! Ich wusste doch, dass das geht, ey! Aber ich glaube, du schlägst mehr mit deiner Faust. Ich glaube auch, mehr mit der Faust kann nicht. Wer braucht schon eine Waffe, wenn man eine Kelle hat? Was? Ist gut. Ja, direkt. Er ist tot! Ja, natürlich! Schon wieder? Ja, schon wieder. Ich war außerhalb des Screens und wurde von dem Dynamit getroffen, was er noch geworfen wurde, ey. Aber ja, es handelt sich tatsächlich alles hier um einen Film. Ja, Film, ja, sonst ist das in diesem Fall meine Meldung nach dem Video. Was? Ja, hast du es gehört? Alles klar, Jungs, dann will die zwei wollen das auf die harte Tour. Was machst du da? Alter, lass sie an, bitte. mit dem großen. Wahrscheinlich funktioniert das auch. Zeig! Der für unsere Kohlen! Ja, das ist doch schön, weil das die. Ja, Kohlen ehrlich, sind, unser, ne? Geld! Geh von hinten! Einmal hier gekegelt! Am Duell! Doppelt! Da ist es. Ah, nein, scheiße! Sorry! Ich dachte, ich brauch. Doppelt! Da, Schatz! Was, jemand weiß? Ich hab nämlich gerade diesen Weckenschlag gemacht. Mittelmäßig. Das ist aber jetzt okay. Ey! Wie hast du's? X und Quadrat gleichzeitig! X und. Ja, aber das. Ich doch schon. Ich auch hier. Oder wie? Vielleicht wenn ich mehr Dings habe. LOL! Also manchmal versuche ich es, aber manchmal klappt es und manchmal klappt es. Schon wieder! Das gleiche. Das gleiche wie sonst auch vorher.
Lasst uns dieses Rennen gewinnen. Oh. Wir haben kein Auto für das Rennen, um das Rennen zu fahren. Noch nicht. Warum habe ich schon wieder so ein mulmiges Gefühl? Ja, Terrence hat doch bestimmt ein Auto irgendwo in der Garage. Das geht wirklich teilweise Schlag auf Schlag, ne? Im wahrsten Sinne. Ja. Sorry, das Wortspiel war jetzt gerade gar nicht gewollt. Nee, die können wir nicht bequatschen. Achso, komm. Wenn ihr gelernt habt zu fahren, Verlierer. Hm, so hätte also, ich nicht gern. Denkst du, dass das nicht geht? Hm. Hey, ihr dürft hier nicht eintreten. Ich denke doch. Ja. Was ist denn? Was ist denn? Oh Gott. Ja, noch ganz nett, die haben uns sogar ihre Autos geliehen. Ja, sehr nett. Ja, man muss doch einfach nur mal freundlich fragen. Man muss doch freundlich fragen. Ich nehme den roten. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Ja. Wollen wir die Karten entscheiden lassen? Nein. Ach, soll das heißen, dass ich ein Fallspieler bin? Genau das wollte ich sagen. Wir veranstalten ein ehrliches Tauziehen. Nein. Weil ich zu stark bin für dich. Genau das wollte ich sagen. Muss man einfach nur kurz trinken und dann einfach dann immer mal wieder, wenn es kommt. Boah, Alter! Bei mir geht's gerade richtig ab, ey. Ich muss was saufen. Und je öfter man trinkt, desto mehr trinkt man. Je öfter man trinkt, desto mehr trinkt man. Ja, je öfter man drückt, desto mehr trinkt man. Genau. Also, da geht das richtig runter. Man muss das richtig spammen. Aber wie gesagt, je öfter man trinkt, desto mehr trinkt man. Das ist natürlich das Schlimmste. Ja, das war natürlich mal wieder on point. Ah ja, ich verkeil's gerade. Aber man wird auch, wenn man zu viele Fehler macht. Ah, du Heilige, da verliert man sogar die Punkte. So, okay, das muss erreichen. Boah, ich könnte im Leben nie so viele Würstchen essen. Das ist halt wirklich eklig. Ja, im Hintergrund noch die schöne beruhigende Musik. Ehrlich, da würde ich auch. Da könnte ich dann aber auch 1000 Würstchen verspeisen. Es ist halt wirklich so ein richtiges Konzentrationsspiel. Ja, ne? Das ist wirklich so ein kleines Konzentrationsspiel, ey. Wenn man nicht aufpasst, dann verkackt man's. Ja. Ja! Jawohl! Oh. Liebe, Alter, du hast gewonnen. Hey, komm, ich bekomme einen Haufen Bananen. Und Terrence sagt dann, noch eine Runde? Ich glaube, noch eine Runde, ja. Damit ist das Level auch geschafft. Das ist eines der ersten Male, wo ich gewonnen habe. Sonst hast du immer gewonnen. Da kriegt man die Steuerung, die ist sowas. Ist kacke. Aber wenn ich... Ja, also da muss man... Ja, aber die Steuerung ist wirklich fertig. Wir müssen es eigentlich auf Podium schaffen. Genau, also 1, 2 oder 3. Genau, erster, zweiter oder dritter. Ah. Einfach die Konkurrenz mal. Ah. Weg hier. Herr Patrick, zähl mal! Wir sind ein Team! Ja, sorry. Ah. Aber wie gesagt, ihr seht schon, die Pullis sind die kacke. Die sind richtig beschissen zu fahren, ey. Aber krass, 18. Also, solange wir uns noch sehen können, ist noch alles in Ordnung. Genau. Gerade noch so die Puppi, ey. Das wird hier doch komplett, ey. Ja, okay, dann kriegst du den ersten. Weil ich den verdient bekommen habe. Dann kriegst du den ersten. Ja, tut so, als hätte er mir überlassen. Und jetzt ab geht's. Was wollt ihr eigentlich hier, ne? Ein Elfen, oh ja. Euch haben wir schon mal eine draufgegeben. Also, was wollt ihr noch von uns, hä? Ja, wollt ihr noch mehr drauf haben? Dann gerne. Ja, wir sind immer dabei. Ah, jetzt hier drin, ja. Sauber, da haben wir ihn ja schon gefunden. Da fand ich doch. Da war ja die Mutter und ich bin in der Falle natürlich gekommen. Die Frage ist jetzt, wer ist hier in der Falle? Slay! Ja, das war der Nee, okay. Das war nicht der Schnee. Wenn noch einer kommt, der war wirklich schwierig im Hard Mode. Ja. Da mussten wir auch uns schon zurückhalten. Ja. Hat mir mal wieder weggelegt. Das kann sein. Zack. Ja. Ich glaube, ich bin selbst. Doppel hält besser. Ey, hier gibt es auch eine Trophäe. Genau, man muss beim ersten Versuch den Punching Ball perfekt treffen. Richtig. So, er knackt, macht es einmal vor. Aber ich weiß nicht, mit einem bestimmten Teil. Ich weiß nicht, ob es mit Terrence oder mit Dings hier. Aber mit Terrence muss man direkt genau so sagen, beim ersten Versuch.
Und das ist das Schwierigste im Hardcore. Ja. Wir, so ist es jetzt natürlich nicht hier. Nee. Aber wir hatten halt wirklich unsere Probleme und wir konnten mal wirklich hatten. Wir hatten wirklich, ja, wirklich unsere Probleme hier im Hardcore. Da war auch dieser Moment, wo wir lachen mussten. Ja, genau. Und da hat die Kraft verloren. Weil das war hart schon schlimm. Ihr fallt fertig. Also schon mal versucht, dann auch mit die Pause zu fahren. Ja. Auch ein geiler Spruch aus einem anderen Film, ey. Ach, Schnauze! Ey, jetzt hör auf! Ich schlag. Das bringt nichts, ich muss schlagen. Ah, echt? Ja. Nein, ich muss warten wieder. Mach doch, er steht doch! Ja, egal. Ja. Wenn man so lange braucht. Aber das ist das erste Mal, dass wir uns so anstellen bei uns. So, jetzt aber. So, jetzt. So. Und jetzt muss einfach nur draufgeschlagen werden. Also einfach tatsächlich nicht auf die anderen konzentrieren. Weil, ja, da seht ihr es. Er ist halt schnell besiegt.